Ja, bei mir Stimme nach dem Spiel steht heute Björn Rother. Björn, beschreib doch mal die Mannschaftsleistung beim heutigen 6:1 Heimsieg gegen den VfR Aalen. Ja, ich glaube, da gibt es wenig zu meckern. Ne? Wir hatten uns teilweise dann in den ersten Minuten und dann auch zweite Halbzeit, wo wir die Tore machen, in so einen kleinen Rausch gespielt. Dann hatte man das Gefühl, alles klappt. Auch auf einem schwierigen Platz hat dann jeder Pass gesessen und man hat das Gefühl, jeder Schuss ist drin, egal von wo man es versucht. Und das macht dann einfach Spaß, dann mit den Fans zu jubeln zusammen. Das haben sie sich auch verdient. Wir hatten in den letzten Wochen viele schwierige Tage, aber heute konnten wir ein bisschen was zurückgeben. Tore waren ja heute auch recht gut aufgeteilt. Du hast auch getroffen, kommt ja auch nicht allzu oft vor. Beschreib nochmal deinen Treffer. Ja, ich sehe, dass wir uns über links ganz gut durchspielen und dann war da ein relativ freier Raum und hatte dann das Glück, dass da auch kein Abwehrspieler mehr reingeht. Tobi spielt ihn überragend rein und dann treffe sogar ich mal. Nächste Woche geht es dann weiter in Jena. Auch ein schweres Auswärtsspiel. Was nehmt ihr aus dieser Partie mit fürs nächste? Ja, da müssen wir das Selbstvertrauen mitnehmen, dass wir die Tore auch machen können. Wir wurden jetzt viel kritisiert, dass wir zu wenig Tore machen und die Chancen nicht nutzen, aber ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass wir das mit vollem Willen einfach auch schaffen können. Danke. Bitte.